Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Tales of Hesperia. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben. Wir haben im letzten Part uns in eine Ruinenstadt begeben und gucken uns ein bisschen um. Und werden auch gleich direkt vom ersten Gegner weggefistet. Na gut, naja, ich lasse mich trotzdem hier auseinandernehmen. Strafender Schlag. Na komm. Ach. Ja, Steinhake, das ist gut. Denn. Ja. Ist sauer nicht, aber wir. Guck mal, was wir hier finden. Abgesperrt. Nicht mit einem Schlüssel, sondern mit etwas anderem. Vielleicht ist irgendwo etwas, das diese Sperre aufheben kann. Gute Idee. Ich habe das Gefühl, dass wir was rausfinden müssen. Lähmungstrank. Gibt es sonst noch irgendwas? Irgendwas in die Richtung. Ich rieche es, dass hier irgendwas ist. Eine Sperre. Irgendwas blockiert. Mann, hast du mich erschreckt, mein Freund. Wart mal, ich will wissen, was du bist. Ich habe Angst. Was denn das? Seltsame Fledermaus. Ach du Scheiße, sehen die hässlich aus. Oh Gott. Schnell töten. Oh, weg damit. Ich habe Angst. Die sind so hässlich. Ja, war's wirklich. Ich habe Angst vor diesen Mistviechern. Strohhut. Diakling. Any shortage of monsters once you're outside the barriers. Business must be booming. Yeah, they definitely get a lot of commissions. But the hunting blades aren't killing monsters just because someone asked them to. Monsters are evil. This evil must be punished. That's the creed of the hunting blades. I wonder if any of them are doing it just for their own personal grudges against monsters. Oh yeah, a lot of people. Like Nan's parents were killed right before her eyes when she was a kid. Huh, and it'd be hard not to hold a grudge after something like that. Ja, was haben wir hier? Da ist doch was im Wasser. Ich würde das mir gerne mal näher ansehen, nur ich komme hier näher ran. Oder doch? Naja, der Gegner hat anscheinend ganz andere Interessen. Du bist hässlich! Oh Gott! Ich muss wissen, was du bist. Ich habe Angst vor dir. Du bist hässlich. Du bist ein Spicket. Oder Spiket, ach egal. Egal was du bist, ich werde dich auf jeden Fall auseinandernehmen. Ich schwöre ich. Danke für den Lachs. Der mir null was bringt. Aber was gibt's hier? Sieht wie eine Sackgasse aus. Sollen wir zurück, oder? Moment, ich sehe mir mal kurz um. Guck mal, es gibt kein Schlüsselloch oder sonst was. Tatsächlich. Juri, ein Amateur wie du wird niemals schaffen, so eine Tür. Was zum... Ich kann nicht zulassen, dass Captain Carver seine Hände an so einer dreckigen Tür schmutzig macht. Ja, richtig. Was ist, wollen wir? Wäre es nicht verrückt, wenn ein Monster jetzt deinen Fuß verschlucken würde? Ein großer Biss und zack, kein Fuß mehr, ne? Oh nein! Oh Gott! Sieht gut aus, gehen wir rein. Was bin ich denn, dein Versuchskaninchen? Anscheinend bist du für, ja. Da oben sind Gegner. Vielleicht bist du zudem mutiert, kann ja sein. Hinunterklettern. Wofür ist das wohl hier? Naja. Hey, dein schmutziges Pflaster weg. Ich sag's nicht doch mal. Das könnte ein Aktivierungsschalter für das Transportpflaster hier oben sein. Nichts passiert. Es hat nicht genug R. Nicht genug R? Ob er vielleicht der Ring, den ich in den Ruinen von Zergos gefunden habe, etwas ausrichten kann?
Ah, der in Texas, ich bin mir nicht sicher. Aber du kannst es natürlich versuchen. Es hat funktioniert. Vielleicht bedeutet das, dass wir das Transportblaster oben benutzen können. Gehen wir. Ist es sonst noch irgendwas? Wir haben es ja jetzt aktiviert, aber. Ja. Vielleicht passiert jetzt irgendwas. Ich will immer noch gern wissen, was das ist. Moment. Es hat geleuchtet. Moment. Ah! Prüfen. Mathe. Kann ich mir jetzt fragen, ja. Gibt es jetzt noch irgendwas hier zu kassieren? Aber wenn der Ring des Hexers wirklich das Eis öffnet. Wartet, das muss ich jetzt ausprobieren. Ohne Witz, das probieren wir jetzt mal aus. Ich hoffe, ich komme vorbei. Bleib mal stehen. Ich probiere das jetzt echt mal aus. Was gibt's denn hier alles? Gibt's überhaupt was zu finden? Kermit-Hinweis 1 erhalten. Gibt's da so irgendwas? War mal Kermit-Hinweis. Das bedeutet, dass wir was sammeln müssen, okay? Verstehe, ich würde es mal ausprobieren. Ja, fisten wir lieber ganz kurz. Ich meine, das ist ja nicht zu schade, ne? So. Ich hab gesagt, sterben. Stirb. Großer Kämpfe, okay. Zeig mal. Du hast 1000 Gegner besiegt. Das haben noch nicht einmal die Jacklin geschafft. Wow. Bin ich cool. Das ist cool. So, jetzt gucken wir uns nochmal hier um. Wenn wir schon Kämpferhinweise suchen, dann wird es doch den hier auch noch geben, oder? Es muss einfach so sein. Oder gibt es hier keinen? Ist natürlich sehr schön, wenn wir sie finden, ne? Prüfen. Oh, es funktioniert. Das war also die Aktivierungsvorrichtung. Also dann auf. Nicht so schnell. Das ist wie eine Ruine von Shulkers. Wenn der Kern nicht mit R geführt wird, funktioniert es nicht. Ich muss also den Sechser benutzen. Genau. So. Was kann der jetzt? Prüfen. Ah, man kann jetzt sagen, wohin wir uns bewegen wollen. Oh, ist das cool. Vorwärts. Jetzt sind wir hier. Fisten wir den mal ganz kurz. Das heißt, dass wir uns ja echt gut hier durchschauen müssen. Wir müssen die Kämmerhinweise sammeln. Anscheinend werden die Kämmerhinweise uns dann auch dann die Info geben, die wir brauchen. Komm. Ach komm, stopp doch. Danke für 76 XP, die nehme ich gerne mit. Wie können wir hier weiter? Ich will da rein, nur. Sind zwei Gegner. Jetzt geht's los. Komm. Jetzt bist du auseinandergenommen, mein Freund. Na komm. Scheiße, überleben wir das aus.
Na gut, müssen wir ihm so machen. Einer lebt noch. Wie kann er noch leben? Das geht aber gar nicht. Da kommen wir näher ran. Das Haus haben wir schon erkundet. Ich glaube, können wir auch nicht benutzen. Hier ist nix. Betreten. Was gibt's hier so zu entdecken? Gibt's hier irgendwas? Irgendwelche Items, Notizen? Limitrank. Magisches Auge. Gibt's hier sonst irgendwas, was ich klauen könnte? Leider nein. Jetzt gehen wir hier runter. Das ist ein Speicherpunkt. Das bedeutet, dass wir hier richtig sind. Zumindest habe ich den Eindruck, dass wir hier richtig sind. Das heißt, wir sollten eigentlich da uns nicht aufhalten. Gut. Hier haben wir nochmal Riesengürtel. Ah, das ist dann für den nächsten, aber ich habe das Gefühl, dass wir hier richtig sind. Cocktail-Light, okay. Ich würde mal runtergehen. Ich habe das Gefühl, wir sind hier richtig. Ich habe echt das Gefühl, wir sind hier goldrichtig. Oder? Jemand setzt doch freiwillig einen Speicherpunkt an diese Stelle. Ich muss gucken. Oder das ist nur ein Mittelpunkt. Kann ja auch sein. Aber eine Ausrüstung will ich mal ausprobieren. So. Schauen wir mal. Was haben wir denn zu bekommen? Haben wir irgendwas für dich? Nein. Macht der irgendwas? Der haut die Verteidigung hoch, okay. Wenn ein Hut sowas hervorbringen kann, dann nehme ich. Nee. Der Riesengürtel haut alles hoch wieder gut. Was macht das? Erhöht die Verteidigung, okay. Also irgendwas. Leider nicht. Gut, dann sind wir durch. Da können wir weiter. Damit zumindest den Angriff nochmal ein bisschen erhöht und ja. Dann wollen wir mal prüfen. Nach rechts bewegen wäre, glaube ich, die falsche Idee. Ich glaube, da kommt jetzt zurück, wenn ich nach rechts bewege. Also von daher. Ich will erstmal hier umgucken. Gehen wir da rein, das ist das nächste. Gut. Hier haben wir Heiliger Rabe. Ja, gibt es sonst noch was? Kurz mal hochklettern, vielleicht gibt es hier noch irgendein Secret. Ne, ich würde mich erstmal hier weiter umgucken. Also dann würde ich sagen, guck uns doch mal an, Heiliger Rabe, was macht der? Perfekt. Du wirst jetzt sterben, mein Freund. Du wirst jetzt sterben. Yeah. Wow, das wird interessant hier. Und stirb. Gewonnen. Guck mal weiter, was gibt's hier so zu entdecken? Apfelgummi, ja. Geh mal rein. Ich denke, wir müssen alles anschießen, wenn wir wo rein wollen.
Kämmert-Hinweis. Das hat irgendwas zu bedeuten, ich schwöre es mit euch. Wir müssen wahrscheinlich alle absuchen. Um das jetzt zu lösen. Ich will die gottverfluchte Truhe haben. Ich glaube, wir sind jetzt eh schon... Ich glaube nicht, dass wir irgendeinen Signal verpasst haben und dass wir dann wieder suchen müssen, etc. etc. Aber das hoffe ich zumindest jetzt mal nicht. Prüfen. Ah, man kann ja also zurück. Okay, wir haben ja alles erkundet, also von daher können wir eigentlich weitermachen. Gut, also haben wir eigentlich bislang alles. Und man kann also auch zurückspringen, das ist auch natürlich sehr vorteilhaft. Aber die Frage ist jetzt, wo wir jetzt weiter suchen müssen. So. Nach links. Und jetzt geht wieder zu. Da müssen wir auf jeden Fall rein, wenn wir mit 6 rein. Aber erstmal müssen wir den ausschalten. Oh ja, schön. Ach komm. Stirbt. Dank. Warte mal. Neue Fähigkeit erlernt. Hier kommen wir auf jeden Fall runter. Estelle, die Historikerin. Wow. These buildings are from the late Elikazm civilization. It must be a very old town. You seem to know a lot about these things. As always. It's such a shame they just let this city fall apart like this. Do you really think we're in any position to be sightseeing around this moldy old city? We do have things we need to be doing. Then shouldn't we be focusing on them instead of this little tour? Oh, wow! That round roof is using the Leon method first developed by Emperor Heliorus IV. But I guess we should do something about that first. Yeah. Ja, auf jeden Fall. Hätte es so, als wäre der Blutband wirklich nicht hier. Diese Leute sind von der Jagdling. Dieser Mann, den sahen wir doch in der Festung Daidon. Ja, jetzt wo du sagst, das war wirklich er. Dieser Typ ist also der Anführer der Gilde. Ja, das ist Glint, der Anführer der Jagdling. Er will sich ganz allein mit dem Monster anlegen. Was? Hey, das kann nicht sein! Er ist mit einem Schlag erledigt. Das war ein tödlicher Schlag. Ein tödlicher Schlag? Eine verrückte, mächtige Technik, die extrem fähige Schwertkämpfer benutzen können. Hm, wie geht das? Wie das geht, wo soll ich das wissen? Tödlicher Schlag, ein starker Angriff, den der Gegner aus dem Gleichgewicht bringt. Gefolgt von einem einzelnen, zeitlich gut angesetzten Schlag, um den Gegner zu erledigen. Hast du das auch in einem Buch gelesen? Ja, das ist... Verstehe, scheint mir aber einfacher gesagt als getan. Du bist wirklich zurück in die Gilde, oder? Wie kommst du darauf? Was, Kara, hast du vor, wieder in der Gilde zurückzukehren? Nein, ich will nicht zurück, ich habe die Nase voll vom Monsterjagen. Du willst dich zurück oder du kannst dich zurück? Es klang nämlich so, als hätten sie dich gefeuert. Nein, nein, ich hatte schon länger die... vor die Gilde zu verlassen, alles klar. Oh, wirklich, naja, wie du meinst. Also dann, gehen wir. Nun, ich bin froh, dass du bei uns bleibst, Carol. Also was glaubt ihr, was ihr mit so einem großen Trupp vorhaben? Hm, wenn es nur um das Monster eben ging, wäre allein... einer allein genug gewesen. Es ist überhaupt das erste Mal, dass ich so viele Gildenmitglieder am selben Ort sehe. Wirklich? Ja, viele Mitglieder sind echte Einzelgänger. Normalerweise sind die nicht in Gruppen unterwegs. Dass der Chef da ist, ist auch ungewöhnlich. Jetzt haben wir uns seltsamer. Sollen wir ihnen folgen und nachsehen, was sie so treiben? Nee, ging es heute gesagt, aber ich möchte lieber weiter. Ich bin auf der Suche nach dem Blutband. Stimmt's, Yuri? Ja, ich will mich nicht mit zwei Gilden herumschlagen müssen. Eine reicht mir vollkommen. Nur ich habe ganz andere Interessen. Ich werde es trotzdem tun. Come on, let's stick together. I'm fine. The buildings are run down, it's overgrown, and this place is seriously built like a
maze. With all these obstacles in the way, it's pretty tough to go where you want to go. Huh? Estelle! Sorry, I got sidetracked. I thought I just said to stick together. You all need to be more careful. I've never seen anyone get lost so easily. Ich will sie doch mal besuchen. Vielleicht können wir einen kleinen Kampf ja mal kriegen. Oder wir lernen mal was Neues. Vielleicht der Mystic Art wäre auch mal interessant. Dass wir mal eigentlich was haben, was richtig weh tut. Das wäre richtig cool. Das muss man mal gucken, ob sowas geht. Ich will es mal gucken. Ich will es wirklich auf eine Begegnung hinauslaufen lassen. Na dann. Aber dass der Boss ja, mit dem er Probleme hat, wirklich einfach erledigen konnte, das war echt unglaublich. Also. So, komm her. Dann zu dir. Danke. Gibt's da noch was zu erkunden? Ich will die einfach treffen, mal. Ich sag, das wird eine lange Erkundung hier werden. Was gibt's hier? Hier kann man runterjumpen. Dich kann man verprügeln. Aua! Hör auf mich anzuschießen, ihr kleinen Bastarde! Hier müssen wir auch nicht aufräumen, ja. Ah. Ach Gott. Die gehen mir echt auf die Eier. Dann sterben die mal. So, jetzt haben wir es gleich. Ach mein Gott, stirb doch mal. Besiegt und höheres Level für Rita. Was gibt's denn hier sonst zu entdecken? Das Haus können wir. Das können wir betreten. Was gibt's hier so zu finden? War es ein Kevin-Hinweis? Ich weiß nicht. Ich habe es nicht geguckt. Ich habe es so schnell weggedrückt. Nehmen mit. Drang des Lebens haben wir. Wir sind fertig. Auf jeden Fall im nächsten Part machen wir weiter. Ihr könnt schon mal einen Kommentar und eine Wertung da lassen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wo wir dann weiter erkunden. Ich will noch was prüfen. Macht überhaupt keinen Sinn, das hier eigentlich zu machen, aber egal. Für das, da kommen wir näher hin zu der Treppe. Moment. Was war das gerade? Ich öffne die Truhe und da kommt ein Samen. Ein Level 30er! Yeah! Den mache ich alle! Den mache ich alle! Du stirbst! Danke für deine 300! Ich bin so unglaublich dankbar! 30 Gold! Och geil! Level 26, confirmed. Auf jeden Fall, im nächsten Part geht's hier weiter. Kommentar nicht vergessen, bis zum nächsten Part. Ich glaube, ich werde das ausprobieren. Ich wollte euch den Part beenden. Wovon redest du? Der tödliche Schlag. Meinst du wirklich, dass es so einfach ist? Hey, ich werde nicht wissen, bevor ich es probiert habe. Wie ging das nochmal? Und jetzt greifst du den Gegner an und bringst ihn aus dem Gleichgewicht. Alles klar. Juri? Angriff. Füge einen Angriff hinzu und bereite dich auf den tödlichen Schlag vor. Ich kann sie sehen. Oh mein Gott. Was kannst du sehen? Die Öffnung für den Angriff. Drücke RT und den. What the fuck? Dann brauchst du ein paar Fertigkeiten, aber so schwer ist das auch nicht. Also krieg ich das hin, während du mich beobachtest? Komm, versuchen wir's. P und die Objektverlustraten steigen, wenn du einen Gegner mit einem Tischtag besiegst.
Muss mal gucken. That was fun. Amazing. Yeah. Okay. Jetzt muss ich aus dem Gleichgewicht springen und dann mit RT voll feuern, okay? Gut, ja, auf jeden Fall nächstes Mal bis dahin und Emerald Control.